Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir waren jetzt hier im Palast. Beziehungsweise sind hier noch im Palast. Ich. Ohne auszumachen, mal gucken, wie geht's jetzt weiter. Okay, zur Kommandobasis. Zum Startplatz der Kommandobasis. Was geht denn jetzt hier? Wieder lauter Soldaten. Pah, wir haben doch jetzt keine Zeit dafür, Zinnsoldaten zu bespaßen. Macht's denen eigentlich gar nichts aus, dass ihre Welt gleich untergeht? Mit jeder vergeudeten Minute kommt Chrom seinem Ziel einen Schritt näher. Unsere Albträume werden wahr. Was? Unsere Albträume wahr werden zu lassen. Diese räudigen Imperialen haben nur ein Talent, sich ins eigene Knie zu schießen. Ja, stimmt. Also zahlt sich meine Geduld doch noch aus. Jetzt habe ich euch, dreckige Verräter. Bisher habt ihr es geschafft, mich zu übertölpeln, aber nun ist der Sieg endlich mein. Wir sind nicht hier, um zu kämpfen. Wenn wir uns nicht beeilen, geht die Stadt, nein, die ganze Welt verloren. Wir brauchen einen Ringer, um den Verursacher dieser Krise zu erreichen. Habt ihr wirklich geglaubt, ich würde euch einen Ringer des Imperiums überlassen? Verblüffend, dass sämtliche Strauchdiebe anscheinend das gleiche Spatzenhirn haben. Nur Kaiser Neodeus oder Lord Semrod können einen Winger-Einsatz genehmigen. Keiner der beiden ist gerade hier. Lord Semrod hält sich außerhalb der Stadt auf? Ja, ganz recht. Momentan bin ich für die Hauptstadt verantwortlich. Und wer es wagt, in unserem rechtschaffenen Reich Unfrieden zu stiften, der verdient seine erhaltene Strafe. Entschuldigt die Unterbrechung, General Dradeus. Könnte es sein, dass ihr eure Befugnisse in dieser Sache etwas überschreitet? Wir haben Befehl, das Wohl der Bevölkerung um jeden Preis sicherzustellen, oder? Zumindest lauten so die Anweisungen seiner Majestät vor der Abreise. Wäre vielleicht besser, uns in einem günstigeren Moment um diese Leute zu kümmern, hm? Wenn ich euch nicht besser kennen würde, Aronus, bekäme ich den Verdacht, dass ihr mit dem Feind unter einer Decke steckt. Dann bin ich froh, dass ihr mich besser kennt, General Tradeus. Irgendwas müssen wir aber wegen dieser Leute unternehmen. Wir können sie ja kaum laufen lassen. Ah, ich weiß, wir klären das mit einem Duell. Ein Duell? Eine saubere und einfache Lösung, oder etwa nicht? Ihr wählt einen aus eurer Gruppe aus, der euch vertritt. Du, dein Name ist Dianto, nicht wahr? Du gibst einen würdigen Gegner ab. Du musst lediglich gegen mich und General Tradeus kämpfen. Na gut. Was soll das denn, Aronus? Ich habe diesem Plan nie zugestimmt. Aber Tradeus, dieses Geschmeiß hat euren überlegenen Talenten nichts entgegenzusetzen. Außerdem ein General, der eine Haus. Jedoch Schande über unseren ganzen Stand. Na schön. Ausgezeichnet. Dann sind wir uns ja alle einig. Es wird dir noch leid tun, dass du mich ausgewählt hast. Ich hoffe, du weißt, was du tust, General Aronus. Hier stehen Leben auf dem Spiel. Es wird alles klar werden, falls. Und wenn eure Seite den Sieg erringt. Also dann, es wird keine Revanche geben und ich will einen sauberen Kampf sehen. Wenn ich mit dem Ding fertig bin, werdet ihr euch wünschen, es wäre sauber abgelaufen. Ihr werdet es nämlich sein, der die Sauerei aufwischt, Aronus. Okay, wen nehmen wir denn da mal? Nee, Kanata ist noch ein bisschen schwach auf der Brust dafür. Nehmen wir mal Galdra mit rein.
Vielleicht noch irgendeinen, der ein bisschen was an Heilung hat. Shera, du kommst nochmal mit. Ja, unser Meistermagier und genau. Schaut's denn hier aus? Das ist alles aktiv. Bei der, ja. Bei ihm auch, bei ihr aber nicht. Noch drei rausnehmen. Lass mal hier den Krempel. So.倒してしまうな。問題ないな。押してまいる。我が行こう。フンクのライサー。我が糸を喰らえ。こんなもんか。これをうまく使えれば。メイドインザラってやる。ああ。よ。そう。魂を貫いてみせる。 Na toll. Na. Ja, doch, dürfte das okay sein. Flammenklinge. Bei ihm ist es Minus, bei ihm ist das so gut. Tarnung? Ja. せーの導きのままに。ここは任せる。うーん。よ。砕け散るがいい。もっとやろうぜ。魔法には自信があって。いった。 この影の前に見とれるなよ。私がやる。オッケー。加減はできんぞ。いった。さあ、もっとやろうぜ。Schießen weg, genau. さすがだ。 Heilung, Offenbarung。癒しの旋律を奏でよ。感謝する。私に任せること。山のごとし。 Dann ruft stärkt die Abwehrkraft. Nö, wollen wir jetzt nicht. Das wollen wir auch nicht. Kengo wa ware ni makase yo. Sündenbock. Koko wa makase yo. Kudake chiru ga ii. Kriegt nur der Funkenreißer was? Wangaito, Krae! Und den verfehlt sie auch noch, jawohl. Also, ich find's cool, das Spiel. Und Highscore. Beben, nein, Funke. Es ist so eine Mischung aus den alten Final Fantasy Teilen und hat halt auch. Ja, meiner Meinung nach viel von Final Fantasy 9. Ja, was anderes ist das? Bräuchte irgendwer Heilung? Okay. Vor allen Dingen ist auch die Story total interessant. Nimmt teilweise sehr sprunghafte Wendungen. ああ、戦いとは無慈悲なものだ。まさかこの俺様が。ああ、スケット。立ちふさがったのが汝の不幸だ。LP、コンプレート、ハイロン、フラムクリンガー、ゼロ。消化と宝石も奥が深い。 Dianto? Das nicht. Warum hast du mich für den Kampf ausgewählt? Ich spüre eine tiefe Trauer in dir. Oder Reue. Ja, du bereust etwas. Dein Instinkt trügt dich nicht, Dianto.
Ich bitte vielmals um Verzeihung für die Zerstörung deiner Insel. Aber ich habe dich dort nicht gespürt. Wofür entschuldigst du dich also? Dafür, dass ich nicht dort war. Ich hätte Lord Samrod vielleicht stoppen können. Wie meinst du das? Meine Familie stammt von Sorny. Was? Samrod hielt mich wegen meiner Vorbehalte gegen die Strategie von der Mission fern. Als ich herausfand, dass Solny ein Ziel war, war es bereits zu spät. Darum wolltest du also, dass ich gegen dich kämpfe, weil du Buße tun wolltest? Du glaubst also jetzt, alles zu beichten würde deine Seele retten? Ha! Euer Imperium hat auch mein Land zerstört. Du lässt doch nur den Kopf hängen, weil dieses Mal deine Heimat dran glauben musste. Ich erwarte nicht, dass ihr uns verzeiht, noch fände ich es angemessen. Aber nur weil wir dem Imperium dienen, sind wir nicht alle gleich. Man kann das Imperium als böse abstempeln, aber das wird der Sache nicht gerecht. Könntet ihr es nicht einfach in Erwägung ziehen, mir zu helfen? Die Welt hat genug gelitten, ich will nicht, dass noch mehr von ihr verloren geht. Der Gestank eurer Sünden kann niemals abgewaschen werden. Dianto, aus dem Weg! Schieß diesen Pfeil ab, dann wirst du es sein, die etwas bereut, Scherer. Ich wurde geboren... Ach nee, das ist ja wieder Dianto. Ich wurde geboren, um Leben zu schützen. Ich will heute keines beenden. Na schön, Dianto zuliebe werde ich dir dein Leben lassen. Aber bilde dir nur nicht ein, du wärst damit aus dem Schneider, Imperiumshund. Möge deine Reue dich auf Schritt und Tritt verfolgen. Ich danke dir, Kriegsmeid der Zwielichter. Mit jeder Sekunde breitet sich der Verlust weiter aus. Wir, die Veteranen des Imperiums, können seinen Fortschritt nicht stoppen. Es ist nicht viel, aber ich kann euch zumindest einen Winger... Was? Nein, er ist verschwunden. Ah, wir sind als nächstes dran. Wir werden auch auf ewig verschwinden. Lauft! Ihr Narren, ihr wollt in solch einem Moment euren Posten verlassen? Ich werde euch alle vors Kriegsgericht bringen, und zwar noch heute. Der ist so dämlich, dieser Dratheus. Ich muss General Aronus retten. Lass ihn, Kanata. Wir können nicht jeden Verlorenen einzeln wieder zurückholen. Wenn wir nicht sofort handeln, verlieren wir den Winger. Vergiss unsere Mission nicht. Wir müssen Chrom aufhalten, ehe es zu spät ist. Konzentrier dich, Kanata. Van hat recht. Wenn wir Chrom nicht aufhalten, geht die ganze Welt verloren. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen, wenn wir es besiegen wollen. Ich weiß, das muss schmerzhaft sein, Kanata. Du tust das Richtige. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Winger retten wollen. Wenn wir Chrom besiegen können, haben diese Leute noch eine Chance. Ja, besser ist das. Ich lasse die Gruppe jetzt einfach mal so. Die vier zusammengestellt ist doch recht angenehm. Ja. Auch wenn Dianto irgendwie ein bisschen sehr schwerfällig läuft, habe ich so das Gefühl. Aber naja, gut. Die anderen sind auch nicht viel schneller. So, speichern wir das Ganze hier nochmal ab. Ja. Und auf geht's zum Winger Startplatz. Ups. Aber nicht hier lang. Aber egal. 40... Ich will immer Jill sagen. 40 Geld tun's auch. Oh. Da haben wir ja noch jemanden verloren. Ups. Amazo, bist du das?
Sieh an, das wurde aber auch Zeit. Lana, du bist hier. Und wo ist Chefingenieur Amatsu? Ich fürchte, wir haben ihn verloren. Er hat, bis er verschwand, seine Leute angeleitet und motiviert. Als er hörte, ihr wärt in der Stadt, wusste er gleich, dass ihr einen Winger braucht. Und der sollte tipptopp in Schuss sein, also hat er einen vorbereitet. Er wirkte so glücklich darüber, dass er helfen konnte, wisst ihr? Chefingenieur Amatsu, wir versprechen, dass euer Opfer nicht vergebens war. Dass der Winger nicht verloren ging, grenzt an ein Wunder. Ihr seid wohl gesegnet. Nun, ihr könnt ihn haben. Mit Geld zurück, Garantie auf alle Teile. Was? Nur Spaß, ihr fliegt natürlich gratis. Ach, und die Erlaubnis des Kaisers habe ich auch. Wirklich? Muss seine Majestät? Das weiß ich allerdings nicht. Ich habe die Erlaubnis vor seiner Abreise eingeholt. Ich hatte auch eine Ahnung, dass ihr noch einen Winger brauchen würdet. Dein Talent dafür, im Voraus zu wissen, was wir benötigen, erstaunt mich immer wieder. Danke, Blana. Das Leben ist doch immer wieder überraschend, nicht wahr? Da hast du recht, Blana. Ach, eins hätte ich fast vergessen. Ich komme mit euch. Was? Ich kann den Winger nicht aus den Augen lassen. Er ist doch mein Baby. Bist du sicher, Blana? Von dort, wo wir hinfliegen, gibt es vielleicht keinen Weg zurück. Ist es etwas sicherer, hier zu warten, bis ich mich in Luft auflöse? Außerdem muss ich dafür sorgen, dass der Winger euch ans Ziel bringt. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, Blana. Mit dir an Bord haben wir viel bessere Chancen. Ha, und ich glaube, ich kann jetzt endlich mal selber fliegen. Das wäre cool. Oh. Nein, ich kann nicht selber fliegen, aber na gut. Ist doch Eimes dort. Warum überrascht es mich nicht, dass ein Monster wie Chrom so eine Festung baut? Er hat sie aber nicht gebaut, sondern ausgeliehen. Es ist ein wiederhergestelltes Gebäude aus meiner Ära, ein Monument des Versagens. So zeigt Chrom, wie groß die Macht ist, die er dem Mond genommen hat. Die Macht nach Belieben Dinge aus jedem Zeitalter wiederherzustellen. Diese Macht war nie dazu bestimmt, auf diese Weise genutzt zu werden. Das klingt, als bräche der Winger gleich in zwei. Er hält vielleicht nicht mehr lange genug durch, um uns ans Ziel zu bringen. Es wird uns nicht gelingen, den Winger hier zu landen. Wir müssen in unseren Vulkus-Seeds abspringen. Okay. Seid ihr soweit, Leute? Ja, was bleibt mir denn anders übrig? Springt mal. Puh, sieht aus, als hätten unsere Anzüge gehalten. Gerade so. Wer hätte gedacht, dass diese uralten Relikte so nützlich sein würden? Ob das wohl der Wille des Mondes ist? Chrom ist hier drin. Gehen wir. Ja, aber lieber mit denen. Oh, nein, raus geht's nicht. Da kann ich nicht nicht hochspringen. Ja, ich würde mal sagen, ich gucke mich erstmal hier oben. Wartet, seht euch die an. Sind das Vulkus Suites des Imperiums? Ich glaube, das müssen Lord Samrod und seine Leute sein. Er hat bestimmt die Ursache des Verlusts ergründet und ist uns vorausgeeilt. Aber was, Galdra? Was ist los? Es stimmt etwas nicht mit ihnen. Sie bewegen sich nicht wie normale Vulkus-Suits. Ich kenne den Grund. Sicher werden sie von der Festung beeinflusst. Die Festung kann sowas? Zu meiner Zeit war diese Festung ein Symbol für Missetaten. Das Kraftfeld hier diente dazu, die Kontrolle über Motorrüstungen zu übernehmen. Da Vulkus-Suits auf Motorrüstungen basieren, sind sie ebenfalls davon betroffen. Also stehen die Vulkus-Suits unter der Kontrolle der Festung. Aha. Dann werden sie alle von Chrom gesteuert, der will, dass wir uns gegenseitig umbringen. Ha! Missetaten trifft den Nagel auf den Kopf. Ein blutrünstiges System, das auf dem Mist paranoider Kriegstreiber gewachsen ist. Ja, super.
Ja, stimmt, die Panzermenschen, ja. Aber egal, die Strategie des Imperiums beruht auf zahlenmäßiger Überlegenheit. Die wird ihnen in diesem Kraftfeld aber nicht viel nutzen. Aber unsere Vulkusuits funktionieren noch. Vulkusuits, die über eine gewisse Stärke verfügen, sind gegen das Kraftfeld immun. Ich gehe davon aus, dass ihr mit euren Vulkusuits keine Probleme haben werdet. Boah, muss man hoffen. Das heißt also, alle anderen Vulkusuits in dieser Gegend sind, sie sind allesamt Soldaten der Festung. Nein, besser gesagt, Soldaten Chroms. Ja, das heißt, unsere Gegner. Lord Samrod, fürs Erste müssen wir in Bewegung bleiben. Wir dürfen jetzt nicht zögern oder uns von Gefühlen beirren lassen. Gehen wir. Genau, Abmarsch. Bleibt mir noch anderes übrig. Ich glaube, bei denen reichen normale Angriffe. Die dürften nicht so viel aushalten, denke ich mal. Na. Okay, sie halten scheinbar doch mehr aus als gedacht. Naja, fackeln mich an. Na, nun aber. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Nee, bei ihm nicht. Bei ihr. LP, Komplettheilung, genau. Ist noch irgendwas? Nein. Machen wir mal bei ihm den raus. Und setzen hier erstmal das ein. So. Verstand. Genau. Obwohl, ich kann eigentlich auch bei den anderen alles andere rausnehmen. Erstmal. Ist vielleicht doch sinnvoller. Ich kann ja dann später noch gucken, was sie vielleicht noch brauchen oder nicht. So. Dann habe ich das besser im Blick, was ich hier eigentlich habe und was nicht. Aber das aussieht, als würde es hier weitergehen. Erstmal da hoch. Irgendeine Tür, die ist aber zu. Okay, vielleicht ging es dann doch nicht weiter. Okay. Oh, die zu platzieren ist manchmal echt eine Sache für sich. Ah, die nächste Sublimierung. Todesbeben, ja. Mal den Zornpfad raus. Was? Ah, okay, der hat eine SP-Heilung. Feuerbonus. Nehmen wir nochmal mit rein. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier als erstes hin soll. Na gut. Glaube ich vielleicht doch erst nochmal dahinter. Oder auch nicht, weil hier geht es nämlich nicht weiter. Ja, wie gesagt, ich laufe hier gern tausendmal hin und her, auch wenn es völlig umsonst ist. Egal. Ah. Da komme ich von der Seite auch nicht rein. Okay, jetzt habe ich das Tor auf. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Geschweige denn, wie ich da überhaupt hinkomme.
始めるとしよう。はい、私が行こう。ここは魔力を使うか。上出来だ。ここは任せよ。魂も貫いてみせる。私も続かねばな。メイドへいざなってやる。やるな。私も続かねばな。任せろ。いや、そう。魔法には自信があってな。やるな。お前たちという存在を記憶に刻もう。Das andere Hebel? Hi. Muss ich die vielleicht mal heilen? Ja, das wäre nicht schlecht. Wie kannst du nicht heilen? Ja.Ne, dann geht's wieder runter. Bin ich dann irgendwie an alle vier? Ja.メイドへいざなってやる。よし、その調子だ。ここは我に。やるな。上出来だ。私も続く。魔法には自信があってな。くそ。アーティファクトの効果が変わったな。この程度。So, Samurai! Ich kann sagen, lebt doch gar keiner mehr. Inochi wo muda ni suru na. Koko wo ware ni. Ja, ja, mach mal.私が行く。我が行こう。まあ。研ぎ澄ました精神で。助かってやれる。砕け散るがいい。上出来だ。私も続く。魂を貫いてみせる。どうか、焼き尽くせ。アーティファクトの力を感じる。あらかた片付いたか。OK。Da würde ich wieder runterkommen und rauskommen.Da hinten ist auch noch eine Schatztruhe. Zum Geil komme ich denn da hin? Ich gehe. Ich
Okay. Also.上出来だ。私も続く。コンタ。私がやる。魔法には自信があって。 Ja, ich will aber noch nicht unbedingt in den nächsten Abschnitt. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Ich habe das Gefühl, dass ich hier so einiges vergessen habe. Jegliches menschliche Streben ist nichts als Torheit. Und ich finde es unglaublich albern. Okay. Apokalypse. Alles klar, nein, wie gesagt, ich will noch nicht in den nächsten Abschnitt. Ich werde mich unten noch mal ein bisschen genauer umgucken. Ich habe die Viecher jetzt größtenteils alle gekillt. Und wenn ich irgendwo hinkomme, wo noch welche leben, dann weiß ich, da war ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe hier noch irgendwas übersehen. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber sicher ist sicher, ne? Ja, da geht's nicht. Das muss ja Grund haben, dass es hier unten offen ist jetzt. Weil hier die Tür ist ja auch zu. Muss ja auch noch irgendwie aufgehen, oder? Und hier oben war ich auch noch nicht. Oder war ich da? Hä? Ja, da unten die Viecher habe ich vergessen irgendwie. Aber wie komme ich da hin? Hm. Nämlich auch noch eine Truhe. Okay. Mal hier hoch. Nee. Wie komme ich da jetzt hin? Ich glaube irgendwie nach hier hin. Ah ja. Seht ihr? Hier war ich mich noch nicht. Ich wusste, dass ich was vergessen habe. Ah, leider keine Sublimierung. Oh, egal. Was haben wir hier? Naja, das ganze Aktion jetzt wegen 3 neuen Tränken. Buhu. Ein paar EP, naja gut. Egal. Hm, ging das lang? Jetzt runter. Hier ist nichts. Okay.
Ich muss auch mal langsam irgendeine Stelle finden, wo ich die Leute ein bisschen trainieren kann. Okay. Erstmal nach hier hinten. Das nehme ich noch mit. Das ist zwar nur Schrott im wahrsten Sinne des Wortes. Aber egal, da geht's nicht weiter. Also wohl doch hier runter. Ein Gartenbob. Kikane. Aua. Watashi ga iko. Issun de kata o tsukeru. Ja, verfehlt. Koko wa makase yo. Wow, du bist toll. Waga chikara ni taeraleru ka. Alle verfehlen sie ja. Ja, sie nicht. Wenigstens einer hat getroffen. Neue Spirit-Nieten-Plätze. Mal hier noch was? Null Kraft. Der ist noch nicht so weit. Alles klar. Inochi o muda ni suru na. Was hat ihr denn für Süße? Aua. Yakkaina. Aha, das ging wohl daneben. Oh, oder auch nicht. Ja, super. Komm, Obao. Na super. Nur ein. Los. Das kann ich bei Van auch noch mal gucken. Renit, hast du noch irgendwas? Zünden. Zündung. Aha. Steigert physische und magische an. Angriffskraft. Ah, da geht die Tür da hinten auf. Alles klar. Okay. Ich
アーティファクトを使い、ここは任せよ。魂を貫いてみせる。ja, toll. Tornado. Waga Toki ni obieta ka. Yoshi, その調子だ。魔法には自信があって。Verfehlen, verfehlen, verfehlen, verfehlen. 私が行こう。私の刀を見切れるか。私がやろう。まあ、ihr guckt einen Spritzregen。覚悟はできているな。みんな無事のようだな。よかった。Mina kann auch schon wieder einen neuen Spirit Need. Oh, da, 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 da haben wir so. Achso, die hatte ja sowieso nichts mehr. Alles klar. Mach ich erstmal hier lang. Ich habe das Gefühl, da geht's irgendwo weiter. Oder? Ne, hier geht's nicht lang. Dann wohl doch auf der Seite. Was haben wir denn hier? Müllioner Tatakai und Saketai. Aua. 私が行こう。我が一刀を喰らえ。これが記憶の力だ。なぜか。noch mehr gekommen。我が行こう。メイドへいざなってやる。共鳴する矢よ、降り注げ。この調子で行くぞ。ist der schon mal blatt. Da irgendwas. Ja, machen wir so. 魔法には自信があって。よし、その調子だ。押してまいる。加減はできんぞ。私がやろう。これが我が一族の秘術だ。我が行こう。渾身の一撃を受けよ。いつでも行ける。魔法には自信があってな。Also. Gibt doch. よし、その調子だ。私が行こう。無数の剣線、きらめけ。お前たちという存在を記憶に刻もう。Wieso sitzt der das jetzt nicht an? Na ja, gut. 宝石が進化したようだ。Die waren, glaube ich, jetzt beide bei Galdra. Mal gucken. Ja, ja, ja. Ja. Was haben wir denn hier? Nochmal Corona. SP-Heilung anzünden.
So. Funke annullieren. Na gut. Wir haben einen Speicherpunkt. Ja, nochmal überspeichern. Ich glaube, da hinten ging es aber auch noch irgendwo lang. Jetzt bin ich scheinbar schon den Weg gegangen, den ich eigentlich gehen muss. Oh, ich gehe noch mal kurz hier rüber. Ich bin ja da hochgelaufen. Jetzt gehe ich noch mal hier rein. Na, okay, wegen der Schatzkiste. Macht nichts. Da sind auch noch ein paar Gegner. Ich gerade so durch die Wand durchgesehen. Die nehme ich natürlich auch noch mit. Training ist immer gut. アーティファクトの効果が変わったな。我が行こう。動けるぞ。メイドへ誘ってやる。なかなかの手。汚れなき祈りを集めよ。感謝とやれる。私に任せろ。 魔法には自信があって。よし、その調子だ。その調子だ。無数の剣線、切らなきゃ。これが我が一族の秘術だ。我が行くに任せろ。抗う呼び覚ませ。 魔法には自信があってな。もう動けるぞ。ラムクリンガー、あの。一瞬で型をつける。これで戦える。覚悟はできているな。 Ich habe endlich die ultimativen Höhen erreicht. Alles klar. Ab jetzt werde ich die Panzermenschen kontrollieren. Welcher? Okay, ich habe keine Ahnung, wer da die Panzermenschen kontrollieren wollte. Vielleicht finde ich es ja noch raus. Aber hier muss ich jetzt wohl lang. Oh oh. Welch Ironie. Ich hatte auf Verstärkung gehofft und dann taucht ihr hier auf. Lord Zemrod, es geht euch gut. Galdra, du hast dich also auf ihre Seite geschlagen, wie? Vergebt mir. Ich bin zwar ein Soldat, aber in erster Linie meinem Herzen verpflichtet. Ich verurteile dich nicht. Menschen teilen sich immer in Freund und Feind auf und bekriegen sich. Das ist nur natürlich. Es ist in Ordnung. Wir sind nicht eure Feinde. Bist du verwirrt? Wir sind sehr wohl Feinde. Wer sich Gigante nicht unterwirft, kann nur unser Feind sein. Ich bin hier, um die Ursache dessen zu finden, was das Imperium bedroht. Ich bin nicht hierher gekommen, um mit euch zu plaudern. Oh. Tausch dich mal. Na gut, wenn du nicht mehr fahren willst, bitteschön.
Ja, sonst geht's dir noch ganz gut. もう動けるわれが行くんよ燃えさかれ安らぎと祝福を与えよ感謝するそれは standhaftigkeit genau 絆の力を思い知れ一つ私に任せろ魔法には自信があって稲妻よ走れ Au. Ja, toll. Ja, Exheilung. Ja. Der Angriff getroffener Gegner wird geschwächt. Ja, wenn er den mal treffen würde. Also hier, Senrat ist... Au! Schwierig zu treffen. やろ。魔力を絶対の波動に変える。風を吹かいか。いつでも行ける。天雷よ。裁きを与えろ。やるな。切り札を使うことになるとはな。この私がやられた。あいつは1200回。 幻想が織りなす響き。粘土よ、阻め。いやいや、レモン。私に任せろ。うん、ちょっと。よ、借り取れ。その様に乱れとき。 Ganze Zeit nur verwählen hier. Du willst mal hier rüber und bringst dich in Sicherheit, Fräulein. Zemrod ist echt ätzend. Heilung. Nee, auf. Yasuragi to shukufuku o atae yo. Kore de tatakaeru. Koko wa makase yo. Waga touki ni obieta ka. Itsu demo ikeru. Waga touki wo zettai no hadou ni kaeru. Kizu wa fukai ka. Wa, Alter. Die Einsicht schmerzt mich, doch allem Anschein nach wurde ich von dunklen Kräften kontrolliert, die mich zwangen zu kämpfen. Der schwere Hieb, den du mir versetzt hast, hat diese Ketten gesprengt. Nichts wäre mir lieber, als dem Kaiser zu Hilfe zu eilen. Aber es wäre wohl besser, mich vorerst zurückzuziehen. Diese Rolle überlasse ich euch. Aber wir haben keine Zeit für weitere Worte. Ihr müsst schnell weiter. Senrod, aber wie?
Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Die Zeit drängt. Ihr müsst euch beeilen. Das müsst ihr uns nicht sagen. Wir haben verstanden. Unsere Rache an dir kann warten, bis diese Sache vorbei ist. So sehr ich es hasse, Zemrods Anweisungen zu befolgen. Er hat recht. Wir müssen los. Es freut mich zu sehen, dass ihr noch vernunftempfänglich seid. Und ich danke dir, Kanata. Ich traue deinen Worten nach wie vor nicht und weiß, dass es dir ebenso geht. Doch für den Moment müssen wir uns darauf konzentrieren, Chrom zu besiegen. Ihr wisst von Chrom? War Chrom es, der von euch Besitz ergriffen und euch euren Willen geraubt hat? Ich bin mir nicht sicher. Sofort nach meiner Ankunft hier verlor ich die Kontrolle über meinen Körper. Dem Kaiser zufolge scheint es aber Chroms Werk gewesen zu sein. Okay. Der Kaiser ist auch hier? Ja, wir waren bis zu unserer Ankunft hier zusammen. Doch nachdem ich keine Hilfe mehr war, ist er vorgegangen. Ich wünschte, ich könnte ihn unterstützen, aber dazu bin ich wohl kaum in der Lage. Ihr allerdings habt mich besiegt, also bitte, rettet den Kaiser an meiner Stadt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen, aber wir werden unser Bestes tun. Und sobald das erledigt ist, knöpfe ich dich mir vor, verlass dich drauf. Wir gehen voraus, überlasse den Kaiser uns. Lord Zemrod, wir gehen jetzt. Bitte tut euer Bestes, uns den Rücken frei zu halten. Also gut, kommt nach, wenn ihr euch erholt habt, Zemrod. Chrom ist stärker, als ihr euch vorstellen könnt. Wir brauchen euch an unserer Seite. Und das, obwohl ich dich zuvor als Feind bezeichnet habe? Wenn doch noch jeder so stark und großmütig wäre wie du. Ja, so ist unser Kanata. Aber ich gehe trotzdem erst nochmal zurück und gehe mich mal ein bisschen heilen. Wäre, glaube ich, ein bisschen sinnvoll. Der hat auch noch irgendeine Schwächung. Wundermittel. Schon über Zeit zu fügen. Erstmal den Verbandskasten. So. Mal hier noch ein paar Tränke verteilen. Ja. Ich glaube, das ist okay. So. Und bevor ich jetzt hier weitergehe, mache ich erst, wie immer nach ungefähr einer Stunde, eine kurze Pause. Also bis gleich.
da bin ich wieder und weiter geht's im Text. Erstmal hier. Jetzt nicht weiter. Ah, hier ist eine Schatztruhe. Nehmen wir auch gerne mit. Phantomfänge. Upsala, Entschuldigung. Philomena. Da geht der magische Angriff zwar ein bisschen runter, aber es macht nichts. So, dann müssen wir wohl hier weiter. Gar nichts in dem Raum, okay. Ja, der ist wieder unerreichbar. Noch einer. Kawamete de kuruto. Na toll. あと、ここは任せ。よくもやってくれたな。こう使う。私がやろう。この悪い。この私がやられる。いや、これだ。よくもやってくれたな。ここは相手だ。私に任せろ。え、これで解決しよう。 Die wollen mich doch echt ärgern hier. Was ist denn? Aber die Kokoa Mario Kotzkauka. Yaruna! 傷ついた翼を癒せ。これで戦える。我が行こう。まだ金属見えろ。我が闘気に怯えたか。私も続かねばな。私に任せろ。大地あれくる。 上陸だ。私も続く。 Nimmst die großen schon mal weg. Noch die kleinen erstmal hier. Nein, genau. 切れぬものはない。なかなかの手並みだ。魂も貫いてみせる。 Komm, mach mal Feld entfernen. Danke. Ware ga iku. Watashi ni makasero. Konshin no ichigeki wo uke yo. Watashi mo tsuzukaneba na. Komm, du auch noch Feld entfernen. Los. Danke, es geht doch. 魔法には自信があって。これで終わりか。勝てたようだ。なるほど。消化が発生したようだ。今度はダイレクトマ。この中にもう一回フェアボーナス。これで、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 これ
Ja, geheilt sind sie, aber Aether könnte die Ante noch gebrauchen. Sonst noch wer? Obaro, ja, Sherva kriegt auch noch einen. Nein, kein neuer Spielstand. Ach, egal. Du bist zu rein für einen Wissenschaftler. Das ist dein Verbrechen. Du hättest weiter in den Armen des Mondes schlafen sollen. Okay. Wo sind sie denn? Sherva, was hast du auf einmal? Du bist plötzlich stehen geblieben. Still. Was ist das? Dieses Beben. Alle auf dem Boden. Huch, wo kam das denn her? Sieht aus, als hätte es auf dem Weg hierher die Mauern der Festung durchschlagen. Was? Das ist doch irre. Wie hart und mächtig muss das Ding denn sein? Du hast recht. Ist das das gleiche wie das in dem Tunnel unter Watt? Ja, aber der Energieausstoß ist um ein Vielfaches höher. Seid vorsichtig. Und schon wieder hat's kalt reibisch. Die Arme. アーティファクトが発動したか。傷ついた翼を癒せ。オッケー。私に任せろ。切れぬものはない。豪華焼き尽くせ。 Der weicht ja allem aus gerade. Standhaftigkeit. Okay, ja, super.私が行こう。研ぎ澄ました精神で助かってやれる。もう動けるぞ。私に任せろ。エクサイロンビアや。傷ついた翼を癒せ。これで戦える。おいても魔力では負けんよ。ここは任せよ。 抗う力を呼び覚ませ。押してまいる。ここは魔力を使うか。もう動けるぞ。いつでも行ける。この矢から逃げられると思うな。 Sturmkraft. Maho ni wa jishin ga atte na. Koko wa makase. Meido e inzanatte yoru. Nakanaka no. Ja, die Kernschmelze überleben jetzt. Wow.
Boah, wow, nicht, aber Shara hat ganz knapp über die beiden anderen zum Glück. Alter, Falter. Ja. Heilung und Ex-Heilung, jawohl. Heiland. So, erstmal. Das war eine Ehre hier. Was haben wir denn? Todesbonus? Was machen wir hier? Machen wir nochmal den Nullbonus mit rein. So, das darfst du auch direkt mal anwenden hier. Eieieiei. Mal hier lang. Da geht es, glaube ich, dann irgendwann mal raus. Aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ah, das ist der Kaiser. Da ist Grom. Kaiser Neodos. Ah, da seid ihr ja. Es ist anscheinend, wie du vermutet hast, Galdra. Natürlich, ich habe ihm so lange gedient. Ich wusste, wir würden ihn hier finden. Chrom, wir sind gekommen, um dich aufzuhalten. Kanata? Du bist also noch am Leben? Wir haben deine Erinnerungen aus der Zeit gesehen, als du noch ein Mensch warst. Also wissen wir, was in deiner Vergangenheit geschehen ist. Seine Majestät hat dir damals sein Leben anvertraut. Aber du hast dieses Vertrauen missbraucht, als ob es keinen Wert hätte. Für dieses Verbrechen wirst du mit deinem Leben büßen, Chrom. Verbrechen und Strafe sind etwas für gewöhnliche Menschen. Solche Dinge sind nun weit unter meiner Würde. Die Macht der Schöpfung sollte nicht dem Mond gehören, sondern mir. Durch die Kraft meines Willens und meiner Emotionen sehe ich die Welt klar vor Augen. Eine solche Macht kann nur von mir beherrscht werden. Jene, die nur für ihre eigenen lasterhaften Begierden kämpfen, jene, die das Leben nicht verdienen, müssen alle verschwinden. Das ist schließlich nur natürlich, nicht wahr? Natürlich nach den Gesetzen des Mondes. Dir steht die Entscheidung nicht zu. Aber der Mond ist für eine solche Aufgabe zu inkompetent. Also habe ich sie übernommen. Deine Arroganz hat so viel Leid verursacht. Ja, Sekunde. Ein Leid, das nie wieder gut gemacht werden kann. Deinetwegen ist alles verloren gegangen. Meine Heimat, mein Volk. Hi, Bad Boys. Ich konnte die Macht bis zu meiner Rückkehr in diese Welt nicht ganz kontrollieren. Mitunter habe ich einige Verluste aus Versehen bewirkt, das muss ich zugeben. Aber dein Land war etwas Besonderes, Van. Dein Vater, ein äußerst interessanter Zeitgenosse. Dankeschön. Ergib dich oder dein Land geht verloren, sagte ich, und er wählte den Verlust. Was für ein Narr. Hätte er sich ergeben, hätte er sein Leben etwas verlängert. Aber wozu sich um solche Dinge Gedanken machen? Ich werde gerecht sein, ich werde alles gleichermaßen auslöschen. Du mieser... Eine Welt, in der sogar der Mond keine Hoffnung hat? Ich schätze, es ist in Ordnung, wenn eine solche Welt einfach verschwindet. Das ist es, was ich tief in meinem Herzen geglaubt habe. Aber wenn der Kreislauf aus Zerstörung und Wiedergeburt keine Hoffnung birgt, wenn er nur zur Verzweiflung beiträgt, dann werde ich bis zum letzten Atemzug kämpfen. Du hast kein Recht, der Welt das anzutun. Alle verschwinden, alle schreien auf. Ich werde dich aufhalten, das schwöre ich. Das Ende der Hoffnung und des Mondes, eine Welt, die von Verzweiflung erfüllt ist. Dass die Welt nach der Ära der Panzermenschen so sei, die Menschheit kann ohne die Hoffnung des Mondes scheinbar nicht existieren.
Das nehme ich so nicht an, nicht hin, Obaru. Wenn überhaupt, akzeptieren wir es erst, wenn der Mond alle Hoffnung verloren hat. Diese unsere Welt ist noch nicht ganz am Ende. Nicht, solange ich noch diese Kraft besitze. Ja, ich verstehe. Vielen Dank. Wie konnte ich mich so leicht entmutigen lassen? Wahrhaftig, das hohe Alter hat seine Tücken. Das glaube ich. Es gibt Hoffnung, und zwar gleich hier, in dir, Kanata. Ihr unwissenden Narren, verschwindet nun mitsamt eurer Welt. Das werde ich nicht zulassen. Diese Leute sind die Hoffnung der Zukunft. Du wirst sie nicht rauben. Ah! Euer Majestät? Was? Diese Macht? Sie ist zu gewaltig. Niemand sollte solch eine Macht alleine besitzen. Widersetzt du dich mir immer noch, Neodeus? Siehst du denn nicht, wie sinnlos das ist? Wumms. Was passiert jetzt? Ja? Euer Majestät! Die magischen Kräfte des Kaisers lassen rapide nach. Unterdrückt Chrom die gesamte Kraft des Kaisers? Lebe wohl, alter Freund. Nein, hör auf, Chrom! Majestät! Verzeiht mir. Ah! Auch Neodos war eines meiner Geschöpfe. Ich dachte, sein Tod würde vielleicht Gefühle in mir auslösen. Aber ich habe nichts gespürt. Ich schwöre, dass du dafür büßen wirst. Ich werde dich töten, und zwar eigenhändig. Galdra, halt! Ah! Galdra? Wie ich vermutet hatte, er ist von einer Art Feld umgeben. Das Kraftfeld um Chrom wird rapide stärker. Auch seine Kampfkraft wächst. Der Energieanstieg liegt außerhalb des messbaren Bereichs. Was? Du meinst, er wird stärker? Wir müssen etwas unternehmen. Steigt alle in eure Rückkehrsuits. Jo, besser ist das. Ach du Scheiße. Was bist du denn jetzt für einer? Ah, geil sieht er ja aus, ne? Was ist das für eine Gestalt, die er annimmt? Kanata? Du enttäuschst mich. Ich dachte, du besäßest die Spiritkern. Das Herz des Mondes. Aber leider... Jetzt wirst du sehen, was es heißt, mich zu enttäuschen. Waff. Ah, das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. Unsere Rulkosuit, er hat sie einfach so zerstört, als wäre nichts dabei. Aber wenn wir Chrom nicht besiegen können, wenn wir nicht verhindern können, dass die Welt verloren geht... Wir dürfen nicht verlieren. Wir sind die letzte Hoffnung, die der Welt noch bleibt. Leute, ich weiß, aber verdammt, ich kriege keinen Fuß vor den anderen. Warum? Warum? Verzeih mir, Kanata, ich kann mich nicht bewegen. Bin ich vor Angst erstarrt? Wie jämmerlich, aber ihr könnt eure Instinkte nicht leugnen. Sie überwältigen alle Gedanken und Emotionen. Ah. Kummer, Sorge, Ärger, Zorn. Nichts davon hat hier eine Bedeutung. Eure Leben und eure Seelen gehen für immer verloren. So will es das Schicksal. Ergebt euch der sanften Umarmung des Vergessens. Und lasst euch in die endlose weiße Finsternis fallen, die euch erwartet. Das werde ich nicht zulassen! Oh, welche Überraschung. Selbst in dieser Gestalt gibt es jemanden, der mir trotzt.
Kaiser Neodeus gab sein Leben, um diese Welt zu beschützen. Ich werde nicht zulassen, dass sie jemand wie dir zum Opfer fällt. Oh, der hat uns rausgeportet. Wo sind wir? Nanu? Das verstehe ich nicht. Anscheinend stehen wir auf dem Deck unseres Wingers. Du meinst, wir wurden aus der Festung herteleportiert? Wie ist das möglich? Die Macht des Spirits Needs, der seine Majestät mir gab, machte es möglich. Allerdings dauert es nach der Verwendung etwas, bis er erneut einsatzbereit ist. Ja, wie bei den meisten Spirit Needen. Ah, die Macht des Teleportierens. Bestimmt hat der Kaiser sie auch damals in der Hauptstadt benutzt, um zu verschwinden. Lord Zemrod, es tut mir sehr leid, euch das mitteilen zu müssen, aber der Kaiser, er ist... Ich weiß. Die unbezwingbare Kraft des Kaisers wird verzerrt. Kaiser Neodeus gab mir diesen Spirit Need, als ich in meinen ersten Kriegseinsatz zog. Komm Leben zurück, was auch passieren mag, sagte er zu mir. Jetzt werde ich seine Stimme niemals wieder hören. Lord Zemrod. Chrom ist zu mächtig. Ist dies der Geschmack der Angst? Ich wurde aus Erinnerungen geboren und weiß nichts über Träume. Aber seit heute weiß ich, was Albträume sind. Chrom ist mein Albtraum. Wie sollen wir dieses Monster nur bekämpfen? Es ist, als ob ein paar Ameisen versuchen würden, einen Berg abzutragen. Ich habe so viele Daten über Chrom gesammelt wie möglich. Er wird von einem unbekannten Kraftfeld eingehüllt. Jeglicher Angriff auf Chrom ist wirkungslos, bis wir diese Barriere durchbrechen. Wie? Wir haben nicht einmal mehr Vulkosuits. Wie sollen wir da etwas Undurchdringliches wie dieses Kraftfeld durchbrechen? Aber wir können nicht einfach da sitzen und zusehen, wie die Welt verloren geht. Es muss eine Möglichkeit geben. Wir müssen in die Hauptstadt zurückkehren. Was? Es gibt einen geheim unerprobten Weg, diese Barriere auszuschalten. Noch besteht Hoffnung. Ein geheimer Weg, diese Barriere auszuschalten. Nein. Er meint doch nicht etwa... Ich habe keine Ahnung, was er meint. Aber wie willst du denn hier noch irgendwas großartig machen? Das ist doch fast alles verloren. Mittlerweile. Kann ich den dann wieder herstellen? Nö. Aber ich kann erstmal hier gucken. Tornado. Schockschnitter. Nee, das ist nicht der Feuerbonus. Nein. Nein. Mit dem Angriff weniger Chrono-Resistenz. Nee, das ist eine Heilig-Resistenz. Nur Feuer annullieren. Nee. Blob. Todesbonus. Nein. Dauer nicht. Und der Rest hat auch nichts. Na gut. Schauen wir mal. Raus damit. Eine Art Teleporter. Sie wurden aus einem Spirit Need hergestellt, den wir für seine Majestät untersuchten. Sie sind nicht so flexibel wie seine Majestät, bringen einen aber von A nach B. Ein Endpunkt liegt im imperialen Palast. Ich muss Plana berichten. Folgt mir. Okay. Na gut, wenn er das sagt, dann gehen wir mal mit. Kann ich den wiederherstellen? Nö. Sind die da hoch? Ich habe alles über euch gehört. Ihr habt Großartiges für unser Land geleistet. Ich kann euch gar nicht genug danken. Wahre Helden. Ja.
hoffe, dass ich jetzt richtig bin, dass ich hier auch hin muss. Oh ja, speichern wäre nicht verkehrt. Ah ja, perfekt. Das ist nicht gerade die triumphale Heimkehr, die wir im Sinn hatten. Wir hatten keine Chance. Wenigstens seid ihr lebend und mit neuen Informationen zurückgekommen, nicht wahr? Ich wette, damit habt ihr die Grundlage für den Sieg geschaffen. Es gibt zwei grundlegende Probleme, die es zu beseitigen gilt. Erstens müssen wir herausfinden, wie wir Chroms Barriere durchbrechen. Zweitens müssen wir eure Vulcus Suites reparieren. Wir können nichts retten, was irreparabel zerstört wurde. Und was ist mit dem anderen, völlig offensichtlichen Problem? Die Anzüge können ja gar nichts gegen ihn ausrichten. Samrod? Ha! Das sollen die Retter unserer Welt sein? Ich schäme mich fast für meine Einschätzung. Ihr könntet dem Imperium gefährlich werden. Eine Niederlage so einfach hinzunehmen? Es war mein Fehler zu glauben, ihr hättet Rückgrat. Das müssen wir uns bieten lassen, nach allem, was wir durchmachen mussten? Sachte, Scherer. Spielen wir Chrom nicht in die Hände. Samrod ist eben Samrod. Er will, dass ihr aufhört, euch in Selbstmitleid zu baden. Hüte deine Zunge, Blana. Die Lage ist zu ernst für unbedachte Äußerungen. Und jetzt hat er es auch noch auf mich abgesehen. Was für ein Arsch. Lord Samrod, wäre es nun passend, uns von der geheimen Methode zu erzählen? Jene, die ihr an Bord des Ringers erwähnt habt? Vor langer Zeit gab es eine Waffe. Von solcher Zerstörungskraft, dass ihr Einsatz im Krieg untersagt wurde. Ihr Vernichtungspotenzial wurde als zu groß erachtet, um sie zu nutzen. Also wurde sie versteckt. Fesselt hat. Ja, doch die Wahrheit ist noch weitaus schlimmer, fürchte ich. Jene nutzte nur einen Bruchteil der wahren Macht der versteckten Waffe. Nein, das kann nicht stimmen. Die Waffe hat das ganze Dorf Solny zerstört. Wollt ihr uns erzählen, die echte Waffe wäre noch verheerender? Die Waffe hieß Lunator. Wie konnte der Mond zulassen, dass dieses verhasste Relikt die Zeiten überdauert hat? Obaro, kennst du diese Waffe? Es ist ein grauenerregender Gedanke, dass dieses Ding noch existieren könnte. Eine beispiellose Verheerung bräche über die Welt herein, würde der Lunator aktiviert. Das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ohne ihn werden wir das Kraftfeld nicht durchdringen können. In jedem Fall sind wir dem Untergang geweiht. Lord Samrod, wo wird die Waffe derzeit aufbewahrt? Tatsächlich existiert sie nicht mehr, dafür aber ein Bauplan. Planer sollte ihn prüfen, doch wir können sofort mit der Konstruktion beginnen. Das heißt, nachdem die beiden Hälften des Bauplans wieder zusammengesetzt wurden. Okay, das Imperium besitzt eine Hälfte des Bauplans, nicht aber die andere. Der zweite Teil befindet sich im Besitz eines anderen Landes. Aber warum wurde der Bauplan geteilt? Um den Frieden zu wahren. Die Waffe ist zu mächtig, als dass nur ein Land über die Pläne verfügen dürfte. Die Welt geriete aus den Fugen, wenn eine Macht solch großen Einfluss besäße. Wir wussten, dass so etwas in einem alles verschlingenden Krieg enden musste. Darum erklärten wir uns dazu bereit, den Bauplan der Waffe in zwei Hälften zu teilen. Wenn also ein Teil des Plans sich hier in der Hauptstadt befindet, wo ist der Rest? Er ist in der einzigen anderen Nation, die dem Imperium auf Augenhöhe begegnen konnte. Das kann nicht sein Ernst sein. Der Plan ist in Krasia? Wo sonst? Leider soll jenes Königreich inzwischen fast gänzlich verloren sein. Ich weiß, ich hab's ja selbst gesehen. Mein Königreich, es ist verschwunden. Dann ist es also wahr, du bist der Thronerbe.
Ich hatte es vermutet, aber es ist lange her, dass wir uns zuletzt gegenüberstanden. Nun, wenn das Königreich Gracia verloren gegangen ist, so ist der Plan ebenso. Mit den Wilkos-Hills ist es etwas anderes. Ich glaube, die kann ich reparieren, wenn ihr mir ein bisschen Zeit lasst. Zeit? Wie lange wirst du dafür brauchen? Naja, ein Jahr mindestens. Wilkos-Hills sind furchtbar komplizierte und geheimnisvolle Dinger. Das ist zu lange. Bis dahin wird die Welt schon verloren sein. Kanata, anscheinend liegt unser Schicksal in deinen Händen. Ich überlasse die Entscheidung dir. Lord Simrod, dürfte ich mit eurer Erlaubnis den Kommandoraum nutzen? Erlaubnis erteilt. Seit deinem Abschied hat dort niemand etwas angerührt. Kanata, kommst du? Nein, ihr alle, folgt mir bitte. Wir müssen uns das gemeinsam überlegen und uns dann ausruhen. Wenn ihr keine Einwände habt, Lord Samrod? Nicht die geringsten, aber vergeudet keine Zeit, denn sie rinnt uns durch die Finger. Ja. Ja, wir haben verstanden, Lord Schwarzmaler. Nehmt euch ruhig die Zeit, die ihr braucht. Ich bleibe in der Nähe. Alles klar. Danke, Blana. Weg ist sie. Wir schulden dir was, Galdra. Wieso das? Wir haben so lange nicht mehr Halt gemacht, dass mir nicht klar war, wie müde ich bin. Ich glaube, das geht uns allen so. Ich und meine müden Knochen danken dir. Jetzt fühle ich mich schon ausgeruhter. Jetzt, da wir uns erholt haben, können wir endlich klar denken. Ich möchte dir auch danken, Galdra. Ohne diese Ruhepause würde ich immer noch über diese letzte Niederlage nachgrübeln. Ihr seid alle zu gütig. Es war das Mindeste, was ich tun konnte. Es ist soweit, Kanata. Wie lautet unser Plan? Du hast schon mal versucht, Gracia wiederherzustellen und bist gescheitert. Man, Kanata kann das nun wirklich nicht gebrauchen. Nein, Lumina, es ist nicht, wie du denkst. Ich sage es nicht, weil ich ihn quälen oder meine Wut an ihm auslassen will. Kanata hat getan, was er konnte, und mehr kann ich nicht verlangen. Aber wir kommen nicht drum herum, dass wir Gracia wieder zurückholen müssen. Ich werde mein Bestes tun, um zu helfen. Aber so etwas schafft man nur, wenn man auch daran glaubt. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, und ich weiß, was ihr alle bestimmt denkt. Wann habe ich je so eine Chance ungenutzt gelassen? Ich habe bisher noch immer einen Weg gefunden. Aber gegen Grom konnte ich gar nichts ausrichten. Das habt ihr alle selbst gesehen. Glaubt ihr wirklich, ich könnte das ganze Königreich Gracia wiederherstellen? Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was? Wisst ihr, es gibt da etwas, das ich euch in der Kommandobasis nicht erzählt habe. Jetzt kommt's. Unsere Niederlage gegen Grom hat mir etwas klar gemacht. Was denn, Ubaro? Ich habe erkannt, dass Kanata selbst eine Art Mond ist. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber er ist artverwandt mit Grom. Okay. Grom nutzt die Macht des Mondes, um diese Welt verschwinden zu lassen. Und Kanata nutzt denselben Mond, um sie wiederherzustellen. Es wären beide Halbgötter. Zwei Geschöpfe, welche die Macht des Mondes besitzen. Wie kannst du so etwas sagen, Ubaro? Kanata und Grom sind grundverschieden. Lumina, bitte. Ich möchte mehr darüber hören. Ubaro, wie bist du zu diesem Schluss gelangt? Grom verfügt über die Macht des Mondes, richtig? Aber er besitzt nicht seine gesamte Macht. Das verstehe ich nicht. Aber ich, hätte Grom die ganze Macht des Mondes, wäre die Welt längst verloren. Exakt. Genau wie es zu meiner Zeit geschah. Schnell und endgültig.
Was wir nun miterleben, ist nur ein Bruchteil dieser völligen Zerstörung. Kroms Erinnerung zufolge sind einige Zeitalter wahrlich verloren gegangen. Doch besäße Krom jetzt die ganze Macht des Mondes, würde er sie gewiss auch nutzen. Und dann wäre da noch Kroms Faszination für die Kräfte, die Kanata besitzt. Du meinst das Pyritnit-Kern, nicht wahr? Ja, und Krom braucht es, um die ganze Macht des Mondes zu nutzen. Darum hat Krom mir befohlen, Kanata zu finden, nicht wahr? Um das Pyritnit-Kern für ihn zu stehlen. Das war vielleicht einer der Gründe, ja. Aber warum Kanata? Und wo in ihm soll dieser Pyritnit-Kern genau sein? Ich fürchte, das weiß ich auch nicht. Aber alles hängt damit zusammen, dass Kanata die Macht des Mondes besitzt. Nicht auszudenken, wenn Krom die gesamte Macht in die Hände fiele. Wie viel mächtiger wird er noch werden? Obaro, wenn es stimmt, was du sagst, wenn Kanata wirklich die Macht des Mondes besitzt, ist es dann möglich? Gibt es einen Weg, wie er Gracia wiederherstellen kann? Nun, es gibt da etwas, was ich mich gefragt habe. Im Moment ist das Mondlicht schwächer, als es sein sollte. Schwächer als das Licht des Mondes zu meiner Zeit. Was hat das deiner Ansicht nach zu bedeuten? Deutet schwaches Mondlicht auf einen geschwächten Mond hin? Nein, nicht gerade geschwächt, aber irgendwie verändert. Sein Einfluss auf die Welt hat abgenommen. Und das würde erklären, warum Kanata sein Potenzial nicht ausschöpfen kann. Aber was können wir dagegen tun? Kroms Macht wirkt so hell und strahlend. Nein, der Mond selbst ist nicht schwach. Aber es kommt mir so vor, als könnte eine Spirinit-Säule die Ursache sein. Genauer gesagt glaube ich, die Heilig-Spirinit-Säule könnte verloren gegangen sein. Die Heilig-Spirinit-Säule? Hat sie etwas mit der Wasser-Spirinit-Säule zu tun, die wir wiederhergestellt haben? So ist es. Spiritnit-Säulen sind wie Signaltürme, welche die Mondkraft übertragen. Geht eine davon verloren, so schwindet der Einfluss des Mondes auf die Welt. Und da das Mondlicht schwächer ist, als es sein sollte, könnte die Heiligsäule der Grund dafür sein. Sie ist es nämlich, die das Mondlicht überträgt. Dann wissen wir, was nun zu tun ist. Wir müssen die Heiligspiritnit-Säule wiederherstellen, damit der Mond seine volle Kraft zurückerlangt. Erst dann wird auch Kanata 100% seiner Kraft nutzen können. Und mit 100% seiner Kraft kann Kanata Gracia wiederherstellen, richtig? Wenn meine Theorie stimmt, ja. Welche andere Spur haben wir? Es ist zu früh, um aufzugeben, finde ich zumindest. Das kann jeder selbst entscheiden. Ah, ich muss mal kurz was trinken, Entschuldigung. Es ist unsere größte Hoffnung und solange Hoffnung besteht, kapituliere ich nicht. Also, legen wir los, Kanata. Kanata? Bevor wir weitermachen, möchte ich, dass jeder von euch sich das gut überlegt. Stört euch das nicht? Ich bin nicht wie ihr, ich bin anders. Was ist, wenn ich bin wie Krom, wenn ich ein Mondwesen bin wie er? Glaubt ihr wirklich, jemand wie ich sollte diese Macht besitzen dürfen? Überlegt euch das, ich könnte werden wie er. Morgen kämpft ihr vielleicht gegen mich? Oder es ist schlimmer, was, wenn ich es gewesen bin? Vielleicht war ich die Ursache dafür, dass die ganze Zeit Dinge verloren gingen. Du? Das ist das Dümmste, was ich je von dir gehört habe. Und das will was heißen. Du sollst all diesen Schaden angerichtet haben? Das ist doch völlig unmöglich. Van hat recht. Wir haben immer an dich geglaubt, Kanata. Und das hat sich nicht geändert. Hallo, Schatz. Nein, Tür ist nicht... Warte, ich komm, ich mach sie dir auf. Sekunde. Bin sofort wieder da.
So, Mann ist drin. Wir haben immer an dich geglaubt, Kanata. Und das hat sich nicht geändert. Ich werde nie, nein, wir werden niemals aufhören, an das Gute in dir zu glauben. Oh. Auch wenn du gerade kein Vertrauen zu dir selbst hast, uns kannst du vertrauen. Ich glaube an dich, Kanata. Ich entscheide mich dafür, dir zu folgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du verantwortlich für die Lage bist, ist unendlich klein. Ich sagte, ich würde dir folgen und dies ändert nichts daran. Ich bleibe dabei. Du bist unsere letzte Hoffnung, Kanata. Zaudere nicht. Ich bin nicht zum Betteln aufgelegt, Kanata. Du kennst meine Haltung. Leute, es tut mir leid, ihr habt recht. Ich danke euch. Ich kann es schaffen. Los, erklären wir Zemrot den Plan. Oh, alles klar. Kann ich denn mittlerweile hier die Truhe mal endlich aufschließen? Jawoll. Z-Schwert. Für wen ist das denn? Für sie? Ja, sehr schön. Haha, endlich. Aber ich würde mal ganz kurz Galdra nach oben tun. Weil irgendwie Dianto läuft mir zu klobig. So, der letzte Kampf. Ich hoffe, das ist nicht nur das letzte Kapitel. Weil irgendwie fehlt mir nämlich hier noch so das ein oder andere. Zum Beispiel, dass ich mit dem Bringer selbst fliegen kann und so weiter. Ja. Wieso mache ich es mir nicht einfach? Statt hier ganz außen rum zu latschen. Nein. Dadurch dieses Teleport-Ding hier oben, genau. Schon besser. So, dann gehen wir nochmal schnell zu Zemrot. Und ich denke mal, dann wird es das wohl heute auch gewesen sein. So ziemlich. Die 2 Stunden sind fast um. Schauen wir mal. Lalalala. Also, seid ihr zu einer Entscheidung gelangt? Wir gehen nach Krasia und versuchen, es zurückzuholen. Wir beschaffen euch die 2. Hälfte des Bauplans, aber dazu müssen wir uns einen Ringer ausborgen, wenn ihr einverstanden seid. Also wirst du erneut versuchen, Krasia wiederherzustellen, und das, obwohl du schon einmal auf ganzer Linie versagt hast? Ihr wusstet davon! Unterschätzt nie das Spionagenetzwerk des Imperialen Kommandos. Also, glaubst du, dass du dieses Mal ein anderes Ergebnis erzielen wirst? Wie dem auch sei, ich werde dafür sorgen, dass euch das Imperium gewähren lässt. Und ja, ihr könnt einen Winger haben. Hast du gehört, Kanata? Er hat ja gesagt. Verwechselt meine Billigung nicht mit Selbstlosigkeit. Ihr müsst für uns die Oberhand in diesem Kampf erringen. Wir geben euch Rückhalt und Informationen, solange es dem Wohl unserer Bürger dient. Doch lasst euch eins gesagt sein, ich werde euch genau im Auge behalten. Du wirkst überrascht? Ich traue deiner Macht ebenso wenig über den Weg wie der Chroms. Solange kein Gegenbeweis vorliegt, sind uns deine Beweggründe suspekt. Das ist ungerecht. Es ist absolut gerecht. Wenn du diese Welt in Gefahr bringst wie Chrom, werde ich dich jagen und vernichten, ohne jedes Zögern und ohne Reue. Das kann nicht dein Ernst sein. Kanata hat so viel für das Imperium getan. Lumina, lass es gut sein.
Ich verstehe die Lage. Ich weiß zu schätzen, dass du mich verteidigst, aber mir ist das Risiko bewusst. Aber er behandelt dich wie ein Verbrecher. Danke, Lord Samrod. Ihr habt euch äußerst klar ausgedrückt. Ich werde euch beim Wort nehmen. Wenn ich die Welt je zum Feind werde, dann will ich, dass ihr mich tötet. Aber eins schwöre ich. Ich werde nie wie Krum. Meine Freunde würden es nämlich niemals zulassen. Worauf wartet ihr dann noch? Die Zeit verrinnt. Haha. Jetzt kann ich den Ringer endlich selbst steuern. Ja. Yeah. Hey. Da ist auch noch irgendeine Säule. Schläuch. Was haben wir denn hier noch? Hui. Weil erstmal, wie lande ich denn hier mit dem Ding? Okay. Was können wir denn hier noch? Während Galdra Konstantin trägt, wird der Ausweichreiter aller Verbündeten erhöht. Achso. Aha. Nein, das brauche ich nicht. Sternglanz. Wenn du eine Leuchtstelle durchsuchst, besteht die Chance, eine bereits entdeckte Erinnerung zu halten. Fangen mehr Fische. Die Fischart hängt vom Ort ab. Okay. Wird magische Angriffe verringert, physischen Angriff? Nein, das ist auch Blödsinn. Angriffskraft wird erhöht, je näher deine Verbündeten stehen. Angriff wird erhöht, je weiter das Ziel entfernt ist. Zeitverlust. Wenn du einen Angriff ausweist, blablabla, nein. Schaden von Konterangriffen, erhalte FP. Genau, das mache ich erstmal. Schon mal einen Teil wiederherstellen. Mit dem, was Krum hier alles vernichtet hat. So, da oben komme ich noch nicht so dran. Zumindest nicht von hier aus. Aber hier unten war noch irgendwo was. Das nehme ich doch mal. Direkt. So, das wär's dann hier erstmal. Gucken, wo ich noch was herstellen kann. Ich gucke mir mal hier die Säule an. Ah, da geht sogar storytechnisch mal kurz ein Stück weiter. Das ist also die Heiligspyramid-Säule. Es ist merkwürdig. Sie kommt mir so bekannt vor. Sie ist verloren gegangen, genau wie du gesagt hast, Obaro. Neumoderinnerung zeigt eine schwache Reaktion. Aha. Es ist kaum wahrnehmbar, aber ich spüre, wie die Neumoderinnerung reagiert. Ist das der Einfluss der Heiligspyramid-Säule? Meinst du, du kannst die Säule zurückholen? Nein, etwas stimmt nicht. Ich glaube, diese Erinnerung reicht nicht aus, um sie zurückzuholen. Die Heiligspyramid-Säule überträgt das Mondlicht, oder? Vielleicht würde Mondlicht die Reaktion der Erinnerung verstärken. Ich weiß nicht. Aber die Erinnerungspyramide, mit denen wir es bisher zu tun hatten, wurden von Gefühlen verstärkt. Die Macht der Gefühle, ja. Gefühle, die sich auf den Mond konzentrieren, könnten die Lösung sein. Wir sollten zum Mond hinaufsehen. Wir sind nicht hier, um in den Himmel zu starren, aber danke für den Vorschlag.
Nein, da könnte was dran sein. Wenn wir einen Ort finden, von dem aus der Mond gut sichtbar ist und die dort vorhandenen Gefühle der Menschen für den Mond sammeln, könnten wir die Erinnerung vielleicht verstärken. Wir müssen also nur eine Stelle suchen, von wo aus wir den Mond gut sehen könnten. Mal überlegen, wie wäre es mit Judgeberry? Dort bist du Chrom zum ersten Mal begegnet, oder? Stimmt, Judgeberrys Hügel ist dafür bekannt, dass man von dort den Mond gut sieht. Dann auf nach Judgeberry. Na, aber erstmal gucke ich mal. Ach, ich brauche nur eine Vollmond-Erinnerung. Oh, das Klärchen. Da sind auch immer noch ein paar Teile verloren, aber da kann ich... auch nochmal so ein Ding herstellen. Ups. Eine Mondkuh. Ja, auch nett. Mehr Attribute mit einem Angriff verknüpft sind, desto höher die Angriffskraft bei diesem Angriff. Ja, das nehmen wir auch nochmal mit. So eine kleine, pisselige Insel. Ha. Noch eine Säule wiederhergestellt. Was ist das für eine? Donnerspirit mit Säule. Sehr schön. Das ist Paradigma Harmonie verwenden. Das müsste von Terra, genau. Ah. Was auch immer Oratorio ist. Strandgut Erinnerung. Haha. Alter, Schwede hier. Nur noch ein paar Erinnerungen. So, landen wir doch direkt mal hier. Und das war's dann auch für heute schon, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Bye, bye.